Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Part von Entusia. Vielleicht auch der letzte Part im gesamten Let's Play jetzt, weil wir jetzt auf Platz 48 aktuell sind. Und ja, ich habe mich doch entschlossen, jetzt hier nicht den Wagen zu wechseln, weil der Wagen hat Level 10. Und wenn wir uns jetzt einmal hier die Rennen uns anschauen, wir haben da ein Rennen freigeschaltet, da steht auch RS. So, und wenn ich mir die Gegner angucke, ja, da sind einige schnelle Gegner mit dabei, auch von SLR wieder mal. Ich habe aber meine Fahrzeuge mal angeschaut und ich glaube jetzt wirklich, dass unser Wagen hier, unser Impreza, das schnellste Fahrzeug ist, weil wir hier auch halt Level 10 haben mit dem Wagen. Und jetzt ohne Mist, ich glaube, das ist sogar unser schnellstes Fahrzeug jetzt im Feld. Und deswegen, ja, komm, ich riskiere es jetzt einfach mal. Auch wenn wir Zweiter werden, 1000 Punkte sind auch schon echt ordentlich. Und ich hoffe, wir gewinnen das Rennen. Es ist Indianapolis, aber wahrscheinlich selbst so eine Fake-Strecke. Also halt Fantasiestrecke. Oh, die Musik. Okay. 10 Runden fahren wir hier, aber ist ja auch nur eine Ovalstrecke. Und wir fahren auch zum ersten Mal jetzt hier diese Ovalstrecke. So, und ich hoffe, dass wir jetzt einen guten Start erwischen. Oh, der mit dem... What the fuck? Okay. Ah, scheiß die Wand an. Ich hoffe, dass die hier die Kurven immer richtig scheiße fahren werden. Okay, wir können hier leicht abkürzen so an sich. Das ist möglich. Oh, wow. Es ist eindeutig Indianapolis. Also so eine Fake-Strecke halt von Indianapolis. Und jetzt ohne Mist, ich werde jetzt Hardcore-Asi blockieren. Scheiß auf die Intro-Punkte. Ich möchte das Rennen nur noch gewinnen. Wir haben ja, wir gewinnen ja 1600 Punkte. Aber ey, die Strecke gefällt mir sogar ein bisschen so von Aussehen, ja. Okay. Ich hoffe, dass ich die Kurven einigermaßen gut nehme. Und ich fahre jetzt einfach innen. Ich finde, das ist ja sogar erlaubt. Deswegen fahre ich jetzt einfach innen. Und das ist auch, glaube ich, das längste Rennen, das wir hier im Rennen fahren. Im Spiel fahren. Ich glaube, sonst waren die Rennen ja immer so um die 6 Minuten, 7 Minuten lang maximal. Und jetzt, ja, das wird ein langes Rennen hier. Einfach nur im Kreis herumfahren. Geht auch. Ist auch cool. Und, oh mein Gott, ich hoffe, dass wir aber auch dann halt ein cooles Fahrzeug gewinnen. Also ein SLR würde ich dann schon gerne fahren am Ende. Und ich glaube, der ist auch jetzt direkt hinter uns. Aber in Kurven sind wir schneller wiederum und in den Geraden ist dann er halt schneller. Weil wir auch hier ein bisschen abkürzen so an sich. Also normalerweise dürfen wir halt nicht die so die Kurven nehmen. So, und ich sehe schon, also der wird jetzt direkt hinter uns sein. Scheiße. Auch wenn wir Zweiter sind, kriegen wir aber auch super viele Punkte. Also 1000 Punkte waren das hier. Eine Sekunde Vorsprung. Ich habe da keinen Referenzpunkt, wann ich bremsen muss. Ey, scheiße. So, und jetzt können wir wieder einen Vorsprung hoffentlich hier leicht rausfahren. Und wäre das Spiel jetzt richtig korrekt zu uns, dann gewinnen wir auch gleich einen SLR. Komm. Das wäre dann mit Abstand das schnellste Fahrzeug auch dann. Okay, wir haben einen guten Vorsprung jetzt. Oh nein! Ich habe versehentlich runtergeschaltet, ich Dummerchen, ey. 7/10 jetzt. Wieso ist das Rennen so lang? Warum 10 Runden insgesamt, ey? Oh je. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir echt darauf aufpassen. Wenn ich die Linie die ganze Zeit blockiere, dann sollte er mich eigentlich nicht überholen. Theoretisch, ne? Von daher... Okay, jetzt hat er eine halbe Sekunde aufgeholt. Der fährt aber nie hier innen. Nur ich mache das. Oh, oh. Ein bisschen Speed verloren sogar. Okay, da ist er direkt hinter uns. So, jetzt Hardcore-Asi die Linie blockieren. Eigentlich darf man Real-Life-Motorsport nur einmal die Linie verlassen, wenn man sich verteidigt. Oh, jetzt ist er vom Gas gegangen ein bisschen. Warum das denn? Gummibandeffekt? Ne, ich glaube, das Spiel hat immer noch keinen Gummibandeffekt. Oh, guck mal, der fährt doch jetzt hier in. Okay, da fahre ich doch die ganze Zeit anscheinend richtig. Gut. Oh mein Gott. Wenn wir das Rennen gewinnen, dann können wir eigentlich stolz behaupten, wir haben Indianapolis, also Indy 500 gewonnen. Da haben wir was erreicht hier.
im Real Life. Und ich fahre ja konstante Zeiten auch übrigens hier. Aber irgendwie scheint er jetzt gerade nicht schneller zu fahren. Gut für uns auf jeden Fall. Und ich glaube, wir werden bestimmt ein schnelleres Auto gewinnen. Also entweder ein SLR oder dieser Porsche. Ich glaube, das ist aber kein Porsche, sondern wahrscheinlich ein Ruf hier. Es gibt wahrscheinlich im Spiel keine Porsche. EA hat ja zu dem Zeitpunkt so 2005 spätestens auch wirklich dann hier die Rechte von Porsche dann genommen. So, okay, jetzt gucken wir nochmal auf den Rückspiegel. 6 Zehntel Vorsprung, ja sauber. Oh oh. Oh je. Okay, aber wir haben immer noch einen Vorsprung. What the fuck? Ich glaube, die KI traut sich einfach nicht hier, mich zu überholen. Ich bin einfach Big Boss hier. Einfach Big Boss. Oh je. Oh je. Also wir halten immer gut Vorsprung hier. Also immer 5 Zehntel maximal, Minimum. Und dann holen wir auf einmal, verkürzen wir unser Vorsprung hier. Auf 1,3 Sekunden oder so waren das immer wieder mal. Werden wir jetzt hier gleich sehen. Jetzt sollten wir wieder einen besseren Vorsprung hier auch haben. Oh, ich habe da jetzt extra schlecht getroffen. Bin da rausgedriftet. Also habe ein bisschen Schwung verloren, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, weil wir wieder mal ein bisschen Vorsprung hier rausfahren, ne? Ja, okay. Ein Zehntel nur maximal. Und ich habe immer noch keinen Bremspunkt gefunden hier, wo ich am besten bremsen soll. In Indy 500, also jetzt im realen Indy 500, da können die Fahrer hier Vollgas geben die ganze Zeit. Es sei denn, diesen Windschatten, da müssen die, glaube ich, schon ein bisschen darauf aufpassen. Also lupfen wahrscheinlich. Ich gucke ab und zu mal Indy 500 übrigens. Finde ich auch ganz cool, das Rennen hier. Sind auch immer spektakulär und Indycar allgemein gucke ich nicht so viel, aber Indy 500 muss man schon gucken. Also gucke ich immer halt persönlich sehr gerne. Und da gibt es auch halt viele Unfälle auch bei Indy 500. Ich glaube, deswegen gucken sich auch wahrscheinlich viele halt Indy 500 an, weil es da auch spektakuläre Unfälle gibt. Zum Glück in letzter Zeit in Indy 500 keiner gestorben. Also ich glaube, der letzte, der gestorben ist in Indy 500, ist schon einige Jahre her, 20, 30 Jahre her. Ja, sogar vielleicht auch. Also die Sicherheit hat sich da krass verbessert. Nicht nur die Strecke ist hier sicherer, aber natürlich die Autos auch. Okay, sauber. Ich darf aber jetzt nicht so viel die Wand touchieren, ne? Nicht, dass wir jetzt aber mal keine Intro-Punkte mehr haben. Aber war doch gute Entscheidung gewesen, hier mit dem Wagen zu fahren. Ich glaube, das ist sogar unser schnellstes Fahrzeug jetzt aktuell. Das ist irgendwie traurig, aber wahr. Weil der Wagen einfach bis Level 10 hochgelevelt wurde. Und ja, deswegen schnell. Und wir fahren ja auch locker flockig hier mit dem Wagen 260 km/h. Ich weiß nicht, wie schnell sonst der Wagen eigentlich ist. Okay, nicht die Wand forcieren, bitte. Okay. Und die letzten zwei Runden gleich. Bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Also sieht sehr danach aus, als würden wir das Rennen jetzt auch gewinnen hier. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Aber wir dürfen uns nicht entspannen. Vielleicht pushe ich jetzt die ganze Zeit die Wand. Verlieren dann so viel Speed dann auch und dann verlieren wir das Rennen auf einmal. No! Aber nee, das sieht jetzt aktuell noch gut aus hier. Und ohne Scheiß, wenn wir dann hier einen SLR gewinnen, fahre ich mit dem Wagen sofort. Dann mache ich, glaube ich, aber erstmal einen Testlauf. Aber dann offscreen, damit ich euch das nicht hier zeige. Ich möchte das Spiel heute durchspielen jetzt. Okay. Okay, diesmal fahre ich jetzt nicht mehr so cheaterisch. Und habe die Linie nicht verlassen, beziehungsweise fahre nicht off-track. Also für mich ist es eigentlich hier off-track immer hier, wenn man hier die innere Seite fährt. In Nesca ist es zum Beispiel in Daytona nicht erlaubt, die innere Seite zu fahren. Weil man da durch auch wirklich schneller fährt. Aber, guck mal, neue Bestzeit glaube ich jetzt auch. Oh, neue Bestzeit, sauber. Ich weiß jetzt nicht, was ich anders gemacht habe. Aber anscheinend fahre ich irgendwie schneller als auf einmal.
keine Ahnung, was ich hier anders gemacht habe, wie gesagt. So. Die Umgebung hier, vor allem diese Tunneleinfahrt, das erinnert mich ein bisschen so an Gran Turismo 2 Super Speedway. Also, Gran Turismo 2 gibt es hier halt auch diese Ovalstrecke. Und da gibt es auch so eine Tunneleinfahrt. Also nicht Tunneleinfahrt, sondern das irgendwie die letzte Kurve überdacht. Und das erinnert mich jetzt ein kleines bisschen so. Aber sonst ist es eine Mischung aus Super Speedway von Gran Turismo und Indy 500. Oh, ein Zeppelin fliegt da jetzt oder schwebt da jetzt oben rechts. Bewegt sich sogar auch, ne? Ja. Also ich muss sagen, die Grafik immer noch, mag ich sehr. Gut hier, Werbung. Okay. Okay. So, letzte Runde. Ich hoffe, dass wir das Rennen gewinnen werden. Das wäre so Hammer. Wir haben auch viele Intro-Punkte verloren, ey. Mist, Mist, Mist. Okay. So. Da vorne ist schon die erste Überrundung, aber ich glaube, wir werden diese Runde niemanden überrunden. Zum Glück. 1,8 Sekunden Vorsprung. Sehr nice. Und jetzt die letzte Runde. Haha. Wird so spannend jetzt, wird so spannend. Ich glaube, Dan Weldon hat einmal in der letzten Runde, letzte Kurve als Führender das Rennen verloren, weil er die Wand beschwert hat. Stellt euch mal vor, das wäre mir jetzt auch passiert. Oh mein Gott. Aber wir haben es geschafft. Super. Puh, 10 Minuten war das Rennen lang. Aber war schon so an sich auch spannend, obwohl ab der dritten oder vierten Runde war es klar gewesen, dass wir das Rennen theoretisch gewinnen können, weil die KI anscheinend da irgendwie zu langsam fährt. Naja, immerhin, wir haben es geschafft und boah, jetzt kommt's. SLR, 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 SLR. Jawoll! Oh, wow. Alter, okay. Ich glaube, ich werde erst mal offscreen ein bisschen hier Probefahrt machen mit dem Wagen. Ich glaube, ich werde den Wagen jetzt auch wechseln. So, und wie sieht's aus? 1900 Punkte. Wow, wir haben uns aber nur um 14 Punkte verbessert. Vielleicht wird das doch nicht der letzte Part hier. Huh. Ich guck mal ganz kurz nach. Also ich möchte noch weiter vielleicht mit dem Wagen fahren. Wir gucken uns mal hier schnell an. Via RS. Fährt da wieder mit einer mit einem SLR? Nee, diesmal nicht. Ein RGT. Ey, ohne Mist, ich fahr jetzt einfach weiter, weil ich habe hier auf jeden Fall eine Chance zu gewinnen. Weil unser Wagen ist ja einfach overpowered hier. Also ich glaube, wir haben eine Chance zu gewinnen hier mit dem Wagen. Okay, ich wollte eigentlich auf SLR umsteigen, aber komm. Wenn wir hier mit dem Wagen hier auch dieses Rennen gewinnen können, locker flockig, dann glaube ich, werde ich das einfach machen, jetzt ohne Mist. So, dann haben wir auch den besten Start jetzt erwischt. RGT ist definitiv ein Ruf. Was? 4 Runden fahren wir hier? Wow. Alter, was geht denn hier ab? Warum dauert das jetzt so lange hier? Oh oh. Okay. Ich wusste es. Hier die erste Kurve, da fahren wir extra extrem langsam. Keine Ahnung warum. Aber ist halt so eine Eigenschaft. So eine komische. Okay. Ich habe die Kurve fast verpasst. Oh Mann, ich fahre ja richtig scheiße gerade. Okay, also das... Wir fahren, glaube ich, doch. Also es, ich glaube, das ist nicht der letzte Part dann. Scheiße. Oh je. Müssen wir uns voll konzentrieren, weil ich glaube, der mit dem RGT ist auch schnell. Ich muss die Kurven auch alle kriegen. Ich fahre irgendwie wieder super scheiße gerade. Aber ich merke auf jeden Fall, dass unser Wagen schneller ist als unser R33 noch vorhin. Oh mein Gott. Was mache ich hier? Warum mache ich sowas hier?
Ich habe so Schiss, ey. Oh, hier die Red Ready Brücke. Also ohne Mist, wenn wir dieses Rennen noch gewinnen, ne? Dann, ey, der Wagen, Respekt, das ist, glaube ich, dann werde ich mir den Wagen auch in Real Life kaufen. Oh, oh. Ich habe im Rückspiegel schon gesehen, dass er hier vorbei möchte. Aber, nee, wir haben erfolgreich die Linie halbwegs blockiert. Ich war auch auf faire Art und Weise auch noch. Oh, oh. Ich habe wieder leicht abgekürzt. Aber wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Vor allem die erste Kurve. Da habe ich immer so halt das Gefühl, da fahren die extrem langsam die erste Kurve. Und wenn er uns jetzt hier überholt, dann können wir die erste Kurve den wieder überholen. Dann haben wir auch 2 Sekunden Vorsprung. So, jetzt kommt wieder hier Fake Orange. Okay. Haben auch die Fake Orange hier auch gut getroffen, so an sich. Und ich hoffe, dass unser Topspeed auch in Ordnung ist. Also 260 erreichen wir mit dem Wagen ja locker. Und oh, ho, 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 ho. 2 Minuten 50. Alter, ist der Wagen schnell. Okay, und jetzt hier, guck mal, das meine ich. Guck mal, wie langsam der die erste Kurve nimmt. Also Mutfahrt können wir hier wirklich alle, jeden überholen. Okay, ich muss aber hier ein bisschen früher bremsen. Ich habe ja die Kurve nicht getroffen, ey, shit. Beziehungsweise den Bremspunkt nicht gekriegt. So, ein bisschen nice Gerüfte-Action wieder mal. Vielleicht müssen wir aber auch wieder, müssen wir den Wagen wechseln. Ich glaube nicht, dass es heute der letzte Part wird. Oh je. Noch im letzten Part so groß angeteasert. Morgen vielleicht, der letzte Part oder so, und dann ist es doch nicht der letzte Part, ey, nice. Ah, okay. Ich muss mich ja mal ein bisschen konzentrieren, weil ich möchte jetzt wirklich den Vorsprung ausfahren. Die Musik erinnert mich auch ein bisschen. Oh, komm, rede ich mal mit euch ein bisschen. Schon verbremse ich mich. Aber die Musik erinnert mich ein kleines bisschen auch an Race Hour Crit 2008. Ja, ich glaube, die Entwickler Codemasters, die haben hier ein bisschen das Spiel auch gezockt, hier Enthusia. Und die haben dann das Lied hier sich angehört. Und wenn man bei Race Hour Crit 2008, wenn man da das letzte Rennen fährt, bevor man hier eine Lizenz freischaltet, ne? Dann kommt immer diese Musik von Racer Crit, und das ist immer so, ne? Aufmunterung, oder nicht Aufmunterung, sondern man wird von dem Spiel angefeuert. Das Rennen zu gewinnen auch, ne? Und die Musik erinnert mich ein bisschen gerade hier, also was hier gerade läuft. Erinnert mich ein bisschen an die Musik von Racer Crit 2008. So. Und nein! Okay, gut, dass wir uns nicht gedreht haben hier. So, Fake Orange. Okay, auch Fake Orange fährt die KI ein bisschen langsamer. Oh, meine Nase ist leicht zu. Okay. 2 Minuten 40, ja. Oh oh. Ist jetzt nicht so schlimm. Musste da sowieso ein bisschen lupfen hier. Von da war es jetzt nicht schlimm, dass wir hier die Wand touchiert haben. Oh! Ich muss bremsen! Nein! Scheiße! Na gut, dass wir ein Allrad haben, ey. Ich sehe schon, komm, wir werden das komplette Spiel noch mit dem Subaru hier durchspielen jetzt, ey. Lol.
Ich hoffe, dass wir im nächsten Rennen aber dann vielleicht die Nordschleife sehen. Ey, please. Ich will endlich mal die Nordschleife sehen. Oh oh. Oh Mann, ich, was mache ich hier für eine Scheiße? Jetzt hat er mich sogar überholt, ey. Okay. Okay, der fährt aber auch die Kurve extrem scheiße. Von daher. Ja, noch zurückgekontert jetzt. Ich glaube, wir sind schon allgemein schneller als hier die KI, oder? Ach, die schöne Spielstein-Werbung sehen, ey. Das entspannt mich ein kleines bisschen jetzt hier. Oh nein! Ey Mann, ich fahre immer die Kurve hier falsch, glaube ich. So, Fake Orange! Oh oh! Der hat uns überholt. Das darf er in der nächsten Runde nicht machen. Ich kann, glaube ich, Fake Orange sogar Vollgas geben. Werde ich dann notfalls machen, aber nur notfalls. Und oh mein Gott, wir haben sehr viele Infopunkte verloren. Ich glaube, wenn wir aber denn den Wagen wechseln, dann kriegen wir so automatisch sofort volle Punktzahl wieder mal. Also ich könnte vielleicht sogar mit einem SLR fahren, nur das Problem ist halt, wenn wir einen SLR nehmen, dann kriegen wir weniger Punkte. Oh. So, diesmal die Kurve einigermaßen getroffen. Nicht sauber getroffen, aber schneller getroffen. Okay. Ja, okay. Ist die letzte Runde auch. So, jetzt habe ich auch den Bremspunkt hier optimal erwischt. Ich kenne die Strecke jetzt sogar fast auswendig. Obwohl wir nur hier 6 Runden oder so gefahren sind insgesamt, kenne ich die Strecke jetzt ein bisschen besser. Also so kompliziert ist sie jetzt auch wiederum nicht. Die ist einfach nur mega lang. Oh, jetzt habe ich Schluck auf noch. Schluck auf bekomme ich entweder auf, also 3 Gründe, warum ich Schluck aufkriege. Entweder ich lache viel, das tue ich jetzt gerade hier definitiv nicht. Ich rede viel, jetzt auch nicht, oder ich bin nervös. Ja, nervös bin ich sehr. Das ist der Grund wahrscheinlich, warum ich Schluck auf habe. Oder hatte, zum Glück. Gut. Schlussphase jetzt langsam. Kommt hier die vorletzte Kurve. Urush wird auch noch interessant. Ich werde Urush aber vorsichtig nehmen, weil wir haben eigentlich jetzt einen soliden Vorsprung hier. Und auch jetzt endlich mal die... Ah, okay. Ich wollte mich loben wieder mal. Endlich mal die Kurve richtig getroffen, aber definitiv nicht getroffen eigentlich. Wow! Oh, Rouge ist so gefährlich hier. Meine Güte, ey. Aber, ja. Puh! Jo! Alter Schwede! Alter Schwede! Also, die Rennen werden jetzt so 10 Minuten lang sein, ungefähr. Habe ich gemerkt. Okay. Und. Okay, ist jetzt auch egal. Ich wollte eigentlich auch einen RGBT kriegen, aber naja. Puh! Welche Position sind wir jetzt am Ende? Platz 25, glaube ich, dann, oder?
1550 Punkte, nicht so viele wie noch im letzten Rennen. 12 Positionen verbessert, okay. Ach, noch gerade mal 450 Intro-Punkte. Komm, ich gucke noch ganz schnell nach, welche Rennen wir jetzt noch fahren können. Jetzt hoffentlich die nächste Strecke in die Launchlife oder so. Ach! Hä? Wieso können wir keine RS-Rennen mehr fahren? Ja, nice. Okay. Warum? Jetzt verlieren wir wahrscheinlich sogar Punkte, oder? 920 Punkte kriegen wir hier. Ja, gegen SLR. Komm, machen wir das noch jetzt. Und ich glaube, dann nach diesem Rennen beenden wir den Part auch. Ein SLR haben wir ja auch schon. Deswegen, ja, wir müssen, glaube ich, den Wagen wechseln wieder mal. Und dann wechsle ich mal auf den SLR. Oh mein Gott, das wird lustig. Dann nächste Part. Ach, wir fahren jetzt die Strecke rückwärts. Sonst sind wir immer die Strecke vorwärts gefahren. So. Wow. Wow. Ey, so ein Assi. Ja, hallo? Okay. Jetzt haben wir den. Ich glaube, wenn wir jetzt die ganze Zeit vorne bleiben, dann sollten wir eigentlich das Rennen gewinnen, weil ich glaube, mit dem Allrad ist man hier deutlich schneller unterwegs als noch als mit dem Hecktrieb, vor allem mit dem SLR dann auch noch. Obwohl in Gran Turismo 4 war der Wagen nicht so viel Übersteuern gehabt. Der hatte eigentlich mehr Untersteuer, der Wagen. Okay. So. Ja, können sogar im Vorsprung jetzt rausfahren. 2,6 Sekunden. Komm, ich muss jetzt mal auch ein sauberes Rennen fahren, weil wir haben so viele Intro-Punkte verloren. Dementsprechend muss ich mal jetzt ein bisschen sauberer fahren und weniger Wand touchieren. Und das kann ich hier definitiv machen, weil wir das schnellere Fahrzeug auch haben. Also zumindest für die Strecke jetzt hier. Und jetzt einfach ein halbwegs sauberes Rennen fahren. Hier, das sieht irgendwie komisch aus. Das meinte ich im letzten Part noch. Dass hier das Licht auf einmal abrupt abbricht hier. Obwohl jetzt in der Perspektive sieht die Stelle schon schön aus. Deleted. Okay. Wir haben noch nicht die Schlussphase erreicht. Oh, nein. Ich möchte sauber fahren. Bitte, Spiel. So, jetzt kommen ja viele kleinere Kurven hier. So, dann muss ich mal auch schön hier die Handbremse auf. So ein bisschen Dirt Rally Style jetzt auch. Wir fahren ja auch mit Subaru im Platz, also von der passt das ja. Ich fahre ja mit einem Rally Auto. Oh oh. Monaco, glaube ich, hat ja auch sehr viele Hardrail-Kurven gehabt im Dirt Rally. Okay. Und ich habe immer noch das. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir hier nicht mit dem Rennauto fahren. Warum? Ich möchte unbedingt hier mit dem Rallye-Auto auch. Mit dem Rennauto auch fahren. Mit dem Rallye möchte ich auch gerne fahren. Stimmt, wir sind auch schon länger nicht mehr irgendwelche Rallye-Events hier gefahren, ne? So. Vielleicht, wenn wir mit dem SLR fahren, dann fahren wir auch gegen Rennautos. Kann ich mir gut vorstellen. So, und wir haben auch dieses Rennen souverän gewonnen hier. 900 Punkte kriegen wir jetzt. Ich hoffe, dass wir ein paar Platzierungen auch noch gut kriegen hier. Ja. Weiter. Was ist das für eine Musik jetzt wieder? Vielleicht hätten wir das Rennen nicht gewonnen oder vielleicht haben wir ein paar Platzierungen auch verloren. Nee, um 5 Positionen. Also Platz 17 wir jetzt am Ende noch. Gut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.